Der Zürcher Stadtrat will lieber nichts mit den geplanten Olympischen Winterspielen 2026 im Kanton Graubünden zu tun haben. Die Bündner allerdings hätten gern, dass Eröffnungs- und Schlussfeier und eventuell alle Eisdisziplinen in Zürich stattfinden. Dass man eine besondere Chance abwinkt, bevor es konkret wird, verstehen die Zürcher Sportverbände nicht. Aus meiner Sicht vergibt man ganz klar etwas, weil Sport ist etwas, das sehr viele Menschen verbindet. Aber die Stadt Zürich tut momentan halt lieber in Kultur und Soziales investieren. Ist eine Ansichtssache. Wir vom Sportverband unterstützen das natürlich auch, weil es braucht alles. Aber ich denke, so eine einmalige Chance wie eine gut ausgearbeitete Olympiakandidatur, die wir sicher für 2026 werden haben, sollte man nicht einfach leichtsinnig weggeben. Ja, ist natürlich schade, wenn man so im Vorfeld schon die Flinte ins Korn rührt und gar nicht erst bestrebt ist, hier eine Diskussion zu führen. Vielleicht denke ich, es ist eine riesige Chance für die Schweiz und auch für die Stadt Zürich, wenn wir das Winterspiel zu uns in unser Land holen könnten. Graubünden hätte schon mit dem Konzept für Olympische Winterspiele 2022 auf grüne Spiele gesetzt. Das heisst, sie hätten die bestehende Infrastruktur berücksichtigt und nur, wenn nötig, auf provisorische Bauten gesetzt. Indem der Kanton Zürich jetzt ein Bestandteil des neuen Konzepts wäre, könnte man laut dem Präsidenten des Zürcher Eishockey-Verbandes sogar noch mehr Synergien nutzen. Das Bündnerland hat selber sehr schöne Eisbahnen, vielleicht nicht so viel zum ganzen Turnier machen, aber mit Zürich zusammen würde ich sagen, dass das sicher eine sinnvolle Alternative ist, weil man muss keine Neubauten machen, man hat keine tote Bauten nachher, sondern es ist einfach etwas, was man nachher braucht, was man vorher braucht. Und von dem her gesehen würden wir so etwas sehr stark unterstützen. Für die Stadt Zürcher Politiker ist laut der Schweizerischen Medienagentur auch die Veranstaltungsgrösse ein Kriterium. Es verträge nicht nochmal eine grosse Wende in der Stadt. Beim Bobverband aber sieht man das anders. Ich denke, der Schweizer ist da manchmal ein bisschen zu klein kariert, ein bisschen bürgerlich. Es ist eine grosse Veranstaltung, das ist richtig, aber wir jetzt einmal über den ganzen Kanton Graubünden und eben auch in Bezug auf die Stadt Zürich organisieren. Und ich bin sehr wohl der Meinung, die Schweiz kann so etwas stemmen. Die haben das schon gezeigt bei der EM. Es wäre möglich und von dem her finde ich es schade. Auch der Zürcher Skiverband versteht auf Anfrage von Teletop nicht, wieso man nicht zuerst warten möchte, was das Bündner Stimmvolk zu diesem Megaprojekt sagt. Stimmt der Bündner Grosse Rat im Dezember für Olympische Winterspiele, kommt es bereits am 12. Februar zu einer Volksabstimmung.